So, Radiohaus, lass uns ein bisschen geilen Content machen. Na, ah, da ist das gute Stück. Das Kabel hier so? Nein. Servus, Freunde. Ja, Teil 2. Und ich kann euch sagen, jetzt fängt die dreckige Arbeit an. Aber das Ergebnis ist halt auf jeden Fall wert. Wir haben was. Ist komplett hart geworden. Wie gesagt, das ist lebensmittelechtes Harz. Achtet darauf, aus dem einfachen Grund. Ihr wollt da vielleicht was drauf schneiden. Wobei ich immer sage, ich baue die Bretter so. Hier eine schöne Figur. Und hier einen Haufen Platz. Hier könnt man schneiden. Zum Anrichten oder Bilder machen oder wie auch immer. Ne? Wer es aber komplett nutzen will, kann das natürlich tun. Darum hart sich die Dinger auch nicht klarglasmäßig aus, also durchsichtig, weil man sonst jeden Schnitt wird man ja auf dem Harz sehen. So, wie gesagt, aber ganz arg darauf achten, dass das Lebensmittel echt ist. Lasst euch das zertifizieren, dass es Lebensmittel echt ist. Dann knicken nämlich ganz viele Hersteller ein und sagen, oh, nee, können wir so nicht rausrücken. Wie gesagt, da auf jeden Fall drauf achten, ihr wollt euch ja nicht selber vergiften. So, jetzt machen wir aber eins, jetzt popeln wir hier. Das liebevoll reingeknete Zeug, das popeln wir uns jetzt Stück für Stück raus. Und dann machen wir auch schon weiter. Dann brauchen wir einen handelsüblichen Bandschleifer, um mal das Grobe hier runter zu schleifen. Natürlich, wer eine Hobelmaschine hat, könnte es durch die Hobelmaschine lassen. Nur, da sei auch gleich gesagt, Hobelmaschine, drei Bretter, dann könnt ihr euer Messer wechseln, weil dann ist schon stumpf. Das Zeug ist sackerhart. Wie gesagt, erster Schritt, gehen wir hier mit dem Bandschleifer schön drüber. Zweiten Schritt, gehen wir hier mit dem Schwingschleifer drüber oder mit dem Schwabbel, um das mal, ja, die Struktur noch ein ganz klein bisschen feiner kriegen. Ihr werdet später merken, wie fein das mal kriegen. Dann, wenn wir die Saftrille, kommen wir mal mit dir weiter. Wenn wir dann die Saftrille eingefräst haben und unten unseren Schwalbenschwanz, unseren V-Schlitz, dann brauchen wir ganz zum Schluss für unsere Saftrinne noch einen Dremel, um dass unsere Saftrinne auch noch schön abgerundet oder angefasst ist, dass man sich da keinen Splitter holt. Und wenn man die ganzen Sachen dann da hat, und dieses Mal, hier, Dr. Chivago lässt grüßen, einmal noch Mundschutz und Gehörschutz. Und wer dann keine Angst vor Staub hat, der kann so ein Ding ganz einfach selber bauen. Ja, Freunde, und was soll ich noch sagen? Wir modeln uns jetzt an, weil das Zeug einatmen, das ist ganz bestimmt nicht gesund. Jede Form von Staub ist wahrscheinlich für die Lungen nicht ganz so gesund. Darum, ich weiß nicht mehr, wo ich meine Staubmasken habe, aber so ein Mundschutz, so ein guter, der tut es auch. Hauptsache, man atmet nicht die ganze Zeit die Krempel ein. So, jetzt modele ich mich an und dann schleifen wir das mal mit 100er Schleifpapier, habe ich hier drauf. Und da fangen wir auch erstmal mit an. Weil umso grober wie wir jetzt anfangen würden, umso mehr Riefen und Zeug müssten wir später wieder rausschleifen. Von dem her, naja, wir legen mal los. So, Freunde, wenn wir dann so weit sind, dass wir mit dem Bandschleifer mal, ich sage jetzt mal, das Ergebnis haben. Und dann geht es auch schon weiter. Dann packen wir jetzt den Bandschleifer beiseite und schnappen uns den Schwabbel. Ne? Oder Rotex oder wie auch immer. Zack, einen weg, einen hin. So, und das gleiche Spiel. Hier habe ich jetzt aber allerdings schon kein 100er Papier mehr drauf. Hier habe ich jetzt schon ein 120 oder 140er Papier. Damit schleifen wir das jetzt nochmal ab. Und dann kümmern wir uns auch schon hier um die Kante. Die muss nämlich auch noch gleich sauber gemacht werden.
mich jetzt. Die stören. So, Freunde, jetzt haben wir ja, wie gesagt, das ist ja alles schön nochmal. Ich habe nochmal geguckt, es war 120er Papier. Wir müssen das ja alles später nochmal schleifen. Also, wir schleifen ein paar Mal. So, und jetzt, da mal ein paar Mal schleifen. Wir haben hier ja die schöne Baumkante dran gelassen, wo wir die Rinde einfach nur abgestoßen haben. Und jetzt schnappen wir uns unseren Rotex Exzenterschleifer, Rundschleifer, wie auch immer. Da habe ich jetzt ein altes, ausgelutschtes 60er Papier drauf. Und jetzt schleifen wir uns hier die ganze halbrunde Kante ab. Genauso wie wir uns hier auch gleich eine leichte Rundung dran machen, also eine Phase, auch auf der Stirnseite. Also Stirnseite ist immer die Seite, wo man die Jahresringe sieht. Hier schleifen wir auch drüber, genauso wie wir uns hier auch eine Phase dran machen, dass wir schon gleich nichts Scharfkantiges mehr haben, dass alles schön abgerundet ist, dass wir uns schon keinen Splitter mehr einfangen. So, das machen wir jetzt. Freunde, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Ja, und in dem Fall brauchen wir noch ein Brettchen. Zwei Zwingen, die auch ordentlich was halten. Weil unser Brett ist jetzt, die Kanten sind schön verschliffen. Es ist alles soweit mal schön verschliffen. An unserem kleinen Brettchen. So, jetzt, das Brett wird am Schluss so liegen. Und jetzt habe ich diesen Kameraden hier. Das ist einfach so ein kleiner halbrunder Fräser. Den spanne ich mir jetzt in die Oberfräse ein. Darum auch hier unser Brettchen. Aber das seht ihr jetzt gleich. Ich spanne den erstmal ein, bringe den auf die richtige Tiefe und dann, ja, dann seht ihr, warum das Brett. So, dann nehmen wir mal das Brett. So. Ich fräse immer bei den Brettern eine Saftrinne von, ich sage jetzt mal circa hier, vor und dann einfach hoch. Einfach nur wie ein L. Aus dem einfachen Grund, wenn man hier schön einen Steg schneidet oder was und es würde zu viel Flüssigkeit austreten, dann läuft das in der Regel, läuft es einem meistens entgegen. Das ist wie beim Feuer, man sitzt immer da, wo der Qualm hinkommt. Wie gesagt, dann kann das hier schön die Saftrille laufen. Habe ich irgendwelche Abschnitte, die ich schnell loswerden will, kann ich die nach oben wegmachen und habe keine störende Saftrinne. So, jetzt machen wir ganz einfach eins. Suchen wir uns einen Stift. Na komm her du. Ich weiß, dass meine Saftrinne 1 cm ist. Also, ich würde sagen, das ist ein bisschen so 1 cm. 1 cm ist jetzt genau hier. Dass man unter der Figur, dass die so auf der Saftrinne aufsitzt. So, jetzt wissen wir, hier ist die. Hier wollen wir die Saftrinne hin haben. Nehme ich mir einfach ein Stückchen an, ich muss das so rummachen, dass ihr das auch seht. Einfach so, dass wir in etwa gerade sind. So. Das ist meine Unterkante. Und von der muss ich jetzt, ich weiß, wenn ich 5 cm den Abstand mache, dann habe ich den Abstand von hier nach hier. Also muss ich keine 5 cm machen, weil sonst würde ich hier fräsen, muss ich 6 cm machen. Einfach 6 cm von dieser Linie, einmal hier und einmal in etwa ja, hier, dass ich weiß, wo ich mein Brett festmachen muss. Das Brett mache ich jetzt an den zwei Strichen fest, ja, den zwei Strichen fest und fahre mit meiner Oberfräse hier entlang. Langsam jetzt. So, jetzt haben wir hier unsere Saftrille. Hier schön Saftrille eingefräst. Wie gesagt, wenn der Fleischsaft kommt, hier hinläuft, kann der sich schön hier verteilen. Man kann schön mit dem Zeber wieder wegmachen. Habe ich irgendwas, schneide ich da Gemüse drauf. Oder irgendwelche Abfälle vom Schneiden. Dann kann ich das auf die Richtung ganz einfach wegmachen. So, und jetzt drehen wir uns das ganze Brett einmal um. So, und zeichnen, da ich ja... Hier sollen ja Füße reinkommen. Und die Füße,
Die fräse ich mir immer schon vor und die haben so eine V-Form. Gibt es ein paar Möglichkeiten, die V-Form herzustellen. Aber wir zeichnen uns jetzt erstmal an, wo so die Füße hin sollen. Unsere Füße. Wie gesagt, V-Form oder ein Schwalbenschwanz oder eine Gratverbindung gibt es ja schon einige Videos zu, jetzt nicht von mir, aber von ja, anderen, die das auch drauf haben. So, und wir machen jetzt eins. Wir messen uns 10 cm. Na gut, das geht mitten durch den Ast. Das soll mich aber nicht stören. Dann ist es halt so. Rechts und links messen wir uns jetzt 10 cm. Das ist unser Anfang. Auch von der Kante direkt, dann stehen die Füße später parallel zu der Kante. Ob die Kante jetzt schräg ist oder wie auch immer, soll mich auch gar nicht stören. Das macht das Urige, das Stylische macht das aus. Und jetzt das Gleiche beim Saftrille fräsen. Einfach wieder unser Brett. Und jeder, der jetzt aufgepasst hat, hier in unserer Oberfräse haben wir ja noch den Halbrundfräser drin, wo wir die Saftrille mitgemacht haben. Jetzt brauchen wir natürlich um die Gratverbindung. Hier haben wir sie in V-Form. Da gibt es auch für die Oberfräse gibt's auch so V-Fräser. Natürlich könnte man das auch auf der Kreissäge schneiden. Oder ganz klassisch mit einem Grathobel, aber tut sich ja heute keiner mehr an. Ich bin hergegangen und habe mir die Leisten schon hergestellt im Vorfeld, weil ich dann immer ja, ein paar mache. Und das ist im Prinzip nichts anderes wie mit der Oberfräse, hier entlang fräsen und ja, so ein Grat herzustellen oder so einen Schwalbenschwanz, sage ich jetzt mal. Und jetzt müssen wir eins machen, müssen das in die Oberfräse reinpacken und dann fräsen wir uns auf dem 10 cm Strich schon mal entlang. Und dann haben wir schon die erste Höhe genommen. Jetzt haben wir genau das gemacht. Wir haben uns hier ja, die V-Fuge oder die Gratverbindung haben wir uns hergestellt. Und hier jetzt, ich mache hier noch gleich 2-3 Tropfen Leim rein, aber man sieht schon, die geht hier gut rein. Sie klemmt jetzt gleich leicht, weil sich das Holz, komm her, weil sich das Holz ja verziehen will. Ja, das ist ja nicht aufgeschnitten oder so, sonst würde es ja mit der Lichtenbergfigur nicht funktionieren. Weil das Holz so ein bisschen spannt. Wir haben uns das ja kräftig runtergedrückt mit den Zwingen, so mit warmer Gerade. Und somit müssen wir jetzt mit ein bisschen mehr Schmackes unsere Leiste hier reinmachen. 2 Tropfen Leim rein und dann spannt sich das schon richtig fest. Und ich gehe immer her und lasse die Leiste einfach so 5-6 mm drüber rausstehen, dass man den Fuß auch schon schön sieht. Wird später alles abgerundet, dass da nichts passiert. Aber jetzt leimen wir uns erstmal schnell die Füße ein. Darum arbeite ich mit Eiche und nicht mit Balsaholz. Das ist schön rausgeklopft. Ein kleines Stück wieder zurück. So, und da machen wir jetzt auch noch, die Zwingen dran. So, und komm her. Und das lassen wir jetzt die nächste Stunde, lassen wir das mal trocknen. Dart spielen. Was denn schon wieder? Oh. Oh. Lieber Mann. Und jeder, der immer meint, hier basteln und bauen macht Spaß. Natürlich macht das Spaß. Aber scheiß aufräumen, scheiß sauber machen jedes Mal. Mann, ich könnte es komplett eingesaut lassen. Ich habe zwar keine Vorsätze für das neue Jahr, aber meine Werkstatt, ja, nachdem dass ich letztes Jahr angefangen habe, die sauber zu halten, kann ich doch jetzt nicht anfangen, kann sie einsaugen. Nee. So, machen wir hier sauber und dann machen wir
mal ein Stück weg. Und dann, ja, dann geht es auch schon fast weiter. So, vielleicht. Zack. Ah, ich schau mal ein bisschen. Spezi, ha, Spezi habe ich auch. Und Spezi für den Spezi. So, guck mal. So viel Dreck kommt da zusammen hier. Die ganzen Eichenspäne. Wenn einer Eichenspäne zum Räuchern braucht, wenn einer mit Eiche räuchert, soll man Bescheid sagen. Ich krieg eine Tüte voll. Locker. So, Freunde, hier ist es. Die Füße ein bisschen überstehen lassen zu den Außenkanten. Ja. Und jetzt, ich mag es ja, wenn ich das fräsen kann. Entweder die Saftrille oder das oder wie auch immer. Mag ich. Aber was ich nicht mag, ist Hashtag Schleifen. Und das müssen wir jetzt wieder machen. Jetzt nehmen wir uns in Dremel und fahren das hier bei. Und dann müssen wir die ganze Fläche nochmal schön schleifen. Genauso wie wir hier uns das schön anschleifen. Hier nochmal drüber schleifen. Und wenn wir dann alles geschliffen haben, dann sind wir schon auf der Zielgeraden. Dann gibt es noch Öl, gibt noch vier Füße. Und dann sind wir durch. Aber jetzt erstmal wieder schleifen. Man merkt schon beim Drüberfahren, spiegelglatt, so wie es sein soll. Zum Schluss habe ich alles nochmal hier mit 180er Schleifpapier abgeschliffen und dann alles nochmal hier schön nachgegangen, dass da keine Ecken, keine Kanten drin sind. Und bei dem Brett bin ich jetzt hergegangen und habe mal vier Filzfüße drunter gemacht. Ich finde das zwar schon stylisch, mit denen der Flo von Big Meat Love hat gesagt, so ein bisschen japanisch angehaucht, hier mit der Gratverbindung. Jetzt habe ich aber mal die Filzfüße drunter gemacht. Jetzt machen wir nur eins. Und dass da auch nichts mehr verkratzt wird, legen wir uns Karton unten drunter. Oh, staubigen Karton unten drunter. So. Und hier habe ich Öl. Das Öl ist auch für Kinderspielzeug geeignet. Somit, naja, können wir das hier schon bedenkenlos damit einölen. Zum anderen ist das auch lebensmittelecht. Also wie gesagt, das ist alles tipptopp, wenn wir es aufkriegen. Habe ich keinen Schraubenzieher hier? Ich bin eine arme Sau. Da haben wir noch einen. So, dazu hole ich euch ein bisschen näher an. So, Freunde, jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. Soll ich es zu euch rumdrehen? Ja, komm, ich drehe es zu euch rum. Jetzt kommt der Magic Moment. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so richtig auf der Kamera sieht. Das weiß ich allerdings nicht. Werden wir gleich merken. Wie man jetzt hier sieht, richtig schön geil. Der Kontrast mit dem schwarz eingebrannten, dann das weiße, was so flimmert. Ah, richtig Bewegung drin. Absolut klasse. Ich liebe die Dinger einfach. Ja, Freunde, da ist es jetzt. Noch nicht ganz trocken, deswegen lege ich es auch gleich wieder hin. Aber absolut geil vom Verspiegelten her. Absolut tipptopp. Und jeder, der den richtigen Hashtag verwendet hat, ne, der ist im Lostopf drin für das große Brett. Ne. Habt ihr das letzte Mal schon gesehen? Ich mache euch mal noch ein Bild hinten dran. Ne.
Und natürlich kann jeder ganz einfach und easy selber nachbauen. Er braucht nur ein geiles Stück Holz. Ich habe jetzt Eiche verwendet, man kann natürlich auch Buche, Akazie, Ahorn. Also ich würde schon ein Hartholz nehmen, gerade wenn es als Schneidebrett dienen soll. Einfach, dass es ein bisschen robuster ist. Dann darauf achten, ihr braucht die richtigen Komponenten. Also die Lichtenberg-Figur, das ist eine Sache. Das kann man mit einem Trafo und so einbrennen. Nicht ganz ungefährlich, aber man kann es machen. Und dann, klar, Gießharz ganz wichtig, ihr braucht es zertifiziert, dass das Lebensmittel echt ist. Ich gehe mal nicht davon aus, dass, ja, dass man da ein Kilo von isst, aber Arsen braucht man auch kein Kilo. Ne? Nur mal so als Denkanstoß. Dann Öl. Öl habe ich jetzt, Öl ist auch für Kinderspielzeug geeignet, also für den, also Arbeitsplattenöl im Lebensmittelbereich, Lebensmittel echt. Also auch für den Zweck tipptopp zu empfehlen. Und dann klar, man braucht vielleicht einen Dremel, man braucht einen Spabbel oder einen Rotex oder Bandschleifer, eine Oberfräse. Einer, der natürlich besser ausgerüstet ist. Mit einer Langband, mit einem Langbandschleifer oder mit einer Hobelmaschine oder wie auch immer. Der kann das natürlich auch. Wie es bei allen Dingen so ist, es ist manche Sachen, da sind Tücken drin. Das ist so die Erfahrung. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ein Brett versaut, ein einziges, und mittlerweile schon ja, ein paar gebaut. Ich hänge euch mal ein paar Bilder hinten dran, die brennen sich ja auch immer anders. Und manche sind halt natürlich diesen Eyecatcher, da guckt man drauf und denkt sich, oh, klasse. Und manche denkt man sich, naja, hätten wir es gelassen. Und ich würde wetten, der da so die Hände hat und das versucht, lass dir gesagt sein, das kann gut gehen, es kann aber auch sein, dass du 5 Bretter, 6 Bretter, 7 Bretter nimmst, spaltest sie in der Mitte, steckst sie in den Ofen. Wobei ich gar nicht weiß mit dem Gießharz, ob das so wirklich gut ist, wenn man das im Ofen verbrennt. Naja, wie gesagt, es ist, wie alle Sachen, hat auch das seine Tücken, ein paar verschiedene Stellschrauben, die man vielleicht drehen muss, um dass das so funktioniert, wie es funktionieren soll. Das sind aber die sogenannten Erfahrungswerte. Und in diesem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Freitag. So, jetzt mache ich ja die Antenne. Ach ja, halt, stopp. Stopp. Bevor jetzt gleich in den Kommentaren steht, ja, machst ein Gewinnspiel, du sagst aber nicht, wenn es fertig ist. Ich sag mal 2024. Nee. Ende diesen Monat. Und das ist, ich gucke schnell im Kalender. Komm. Das machen wir jetzt schnell zusammen. Was haben wir? Samstag, Sonntag. Wir machen Teilnahmeschluss, ist der 25. Das ist ein Samstag. 25. um 0 Uhr oder um 23. Ne? Dann kann ich nämlich am Sonntag ganz gemütlich das auslosen. Gucken, vielleicht zieht meine Kleine oder meine Große. Und dann werden wir am Freitag, den 31. werde ich das dann bekannt geben, wer gewonnen hat. Der Glückliche kriegt dann halt ein Riesenpaket von mir, ne? Wenn ich die Adresse habe. Und dann hat er sein eigenes geiles Schneidbrett. Und das ist schon ein Megateil. Und wie gesagt, jeder, der das nachmachen will, dem sei es natürlich, ne, mit der Anleitung, sei es dahingestellt. So als Tipp. Ich baue die Dinger. Also so demnächst mal ein paar mehr. Weil es gibt schon so einige, die schon so ein Brett von mir haben. Und jeder, der so ein Brett braucht oder ein Brett haben will, der soll mich einfach mal anschreiben. Ja, Facebook, Instagram. Da kommt man schon, da kriegt man schon was hin. Ne?